haben dieses Bier jetzt speziell sehr, sehr lange im Keller gelassen, auch bei sehr niedrigen Temperaturen, wodurch dieses Aromaprofil nochmal speziell unterstrichen wird. Das Bier reichert jetzt sehr gut mit Kohlensäure an, die Hefe setzt sich nochmal sehr schön ab. Es ist einfach ausgereifter, als wenn man jetzt das Ganze im Rahmen einer Schnellgärung oder bei ganz hohen Temperaturen verarbeiten würde. Der Bock wird einfach runder. Und das merkt man auch sehr gut, wenn man es trinkt.